before you this evening. I will box in Word, open the box in Blog Center. To Joyce, this is Larry Thomas. So everyone er bringt Brustmuskeln und einen ganz ordentlichen Bizeps mit in dieses Gefecht. Und jetzt geht's zu Terry O'Connor. The spot in the change room, you know what I expect. Shakedown, best of the world. Man muss nicht viel reden vorm Kampf als Ringrichter. Alles gut so. Also, er weiß auch. Thomas bringt einen etwas merkwürdigen Stil mit. Let's go win this match. Are you guys speaking to win? Umgehen kann. Joyce muss zeigen, dass er genügend Power hat, um im Schwergewicht richtig oben mit dabei zu sein. Sein Kinn noch nicht so wirklich getestet. Mal gucken, ob Thomas das hinbekommt, da mal ein paar Fragen zu beantworten. Wir sehen Thomas auf jeden Fall schon in seinem Southpaw-Stand. Oh, und das ist wildlos. Joyce von Lorden Lord Thomas. Das meinte ich eben auch mit Thomas. Etwas merkwürdigem, eigenwilligen Stil. Aber den hat Joyce auch, also das muss man auch sagen. Also der ist auch, sein Stil ist echt sehr interessant auf jeden Fall, ja. Da siehst du auch, wie er so mit den Händen ein bisschen rumfuchtelt. Ja, ganz tief. Ja, jetzt ganz tief, genau, ja, ja. Aber schau mal, guck mal. Und dann diese Kombination, also wirklich von sehr vielen Händen. Thomas attacking the Joyce McBoy. Also Thomas is gut von TNT, wie er sich da rausbewegt. Joyce gehört die Ringmitte und drumherum tanzt Thomas. Damn it. Ich hab's richtig, da mal ein bisschen zu klammern. Die dezente Ermahnung von Terry O'Connor, das allerdings nicht zu übertreiben. I hope Joyce don't make this a tough fight. Ja, da sehen wir die Schwierigkeiten, die es manchmal gibt, wenn Normalausleger gegen Southpaw kämpfen. Die beiden machen unten gerade relativ viel Bekanntschaft schon mit den Beinen, steigen sich da ein bisschen auf die Füße. Und Joyce kommt. Ja. Joyce is looking clumsy. Joyce kommt. Settle down. Mit seiner Aktion. Ja. Von sehr vielen Schlägen. Und dieser Roboter-Stil. Ich glaube, jeder weiß jetzt genau, was du meintest. Super! Thomas! Oh my God! Angenockt schon so ein bisschen. Ja. Thomas! Oh! Oh! Schnelle Hände sind was anderes, was Joyce angeht, aber es kommt halt. Es kommt beständig halt was auf ihn zu. Genau, genau. Immer so von einer Seite zur anderen. Von links nach rechts. So der legt die Hände so quasi von links nach rechts die ganze Zeit um, ja. Thomas hat selber gesagt, der Mann mit der Jamaika-Hose, werde ich jemals Weltmeister? Wohl nicht, aber ich will weiter entertainen. Heute ist es der Eindruck nach 2 Minuten und 45 in Runde 1, relativ schwierig gegen diesen Joseph Joyce. Oh, der sagt er, wo es lang geht. Oh, oh, Lord, Lord Thomas. Oh, 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 Thomas, go down. Larry Thomas, go down. He goes down. Gerade rechtzeitig noch. Und bei rechts aus Liga war es jetzt dann genau auf die Leber, ja. Ja. Mit der linken. Du gehst in die verkehrte Richtung. Wow. Ist noch so richtig aufnahmefähig ist, was Kenny Porter da sagt. Ich weiß es nicht. Wow, ja, Serge ist vollkommen recht. Und das tut schon beim Hingucken weh. 10-8 Runde natürlich für Joyce. Wow. Zweiter Körpertreffer, den wir sehen an diesem Abend bislang. Der zweite, also mehrere gesehen, aber der richtig effektiv ist. Genau, ja, aber es hat eben auch natürlich voll auf die Leber. Und hier, wie gesagt, hat man auch ganz schön gesehen, der war natürlich mit voller Wucht drin. Schön platziert. I think Joyce might stop Larry Thomas. I mean,
Das ist zu wild von Lenroy Thomas, der nicht genau weiß, wie er sich da verhalten soll. Auch im Infighter hektisch wird. Jungs, ich erinnere euch höflich daran, dass ihr nicht beim Wrestling seid. Wir sind im Boxring. Terry O'Connor, Championship Referee. Großartiger Kerl. Joyce is in the style. Oh. Sash, ein Echtzeit-Tipp von dir an Lenroy Thomas. Was? Echtzeit-Tipp. Ja, was würdest du ihm jetzt, also wenn du was suchen könntest, was wäre das? Oh, there's change, boy, there's change. Geh raus da, weg von den Seilen. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, ja. Auf jeden Fall, also mit Joyce, ich glaube, sich da irgendwie auf eine Prügelei einzulassen, dann endet das genau so, ja. Das ist, wie gesagt, der Kerl, der bringt einfach 1000 Hände in einer halben Minute. Oh, der, again. Ja, ist echt ein unorthodoxer Gegner, also der Joyce, der ist echt schwierig zu boxen, ja. Auf jeden Fall nicht stehen bleiben, das darfst du nicht mit ihm machen. Und ja, das macht er jetzt und kassiert viel. Und du hörst Kenny Porter von draußen rufen, weg von den Seilen. Aber ich muss ehrlich sagen, wir sind halt im Schwergewicht unterwegs und TNT. Und ich weiß halt, Joyce wird genauso weitermachen. Also ich glaube, der wird wahrscheinlich alle 10 Runden so durchschlagen oder 12, ja, wenn es sein muss. Das ist wirklich, der arbeitet wie eine Maschine. Oh ja, da trifft er ihn heftig. Go to the body. Go to the body. Immer wieder auf den Körper. Ah, das guckt sich Terry O'Connor nicht mehr allzu lange an, glaube ich. Thomas müsste auch mehr Pendelbewegungen auf jeden Fall die Schläge versuchen auszupendeln auch, ja. Aber da einfach die Hände hochzunehmen und da Doppeldeckung, da bei so einem Gewicht auch, da gehen die Hände halt durch und das tut euch durch die Doppeldeckung weh. Ja. Ja. Da kommt er mal durch, aber Joyce. Und Joyce schlägt so viel mehr. Ja. Opa. Jetzt macht das Bein nicht mehr mit. Thomas goes down again for the fourth time. Das war's. Ist er nochmal erwischt worden? Bleib unten. Das Knie ist weggeknickt. Das sah nicht gut aus. Oh. Vorbei ist es. Joyce, vierter Auftritt, vierter Sieg. Second round. That was. Also wir haben irgendwie einen Abend der Kurzweiligkeit. Also das dauert ja alles bislang nicht so wahnsinnig lange. Ja. Fünfte. Was sind wir jetzt? Ich weiß gar nicht. Zweite? Ich glaube, in der zweiten. Ja, in der zweiten, genau. Richtig, ja. For you, for you guys watching. Well, so Joyce stops Thomas. In the second round, you know, what Joyce did that impressed me a lot was the amount of border punches in that fight. He threw a lot of combinations. And when you look at Joe Joyce, the way he punches, you think maybe the guy doesn't have, you know, enough power to hurt his opponents. But I was surprised that his power is very underrated. He could be, because the guy, some people think, is a donkey because of the late fight. But he's very effective. He fights in a certain way that der hat sich Pausen genommen. Ja, I'm impressed with. Wieder der Körpertreffer. And na, I think der linke Haken, der linke Kopfhaken. It's just amazing. Der linke, ja, aber okay. There was an issue right now. He's a guy to be reckoned with. Schau, du hast recht. Like, as Equi said, he thought just rest was top. Nick Thomas, which just did. So, der linke Haken. So guys, that's it for now. Und dann genau auch noch in die Bewegung rein, aber er hat ihn unten am Hosenbund erwischt. Ja, oh mein Gott, sie wurde damn it, das ist egal, das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Uff. Du brauchst auch gar nicht wahnsinnig viel Power, du brauchst nicht eine riesen Ausholbewegung, sondern wenn du präzise triffst, das ist ja wirklich, also aus der Doppeldeckung raus, Joyce gerade in der kurzen Bewegung mit links, Thomas, in die Bewegung, in die Schlagbewegung von Thomas eben reingeschlagen und good job, well done. Das macht es halt dann auch, diese
kurze knackige Sache in die Bewegung rein. Ja. That's it for now, guys. Be back. Und schon war's vorbei. Ja. I'll be right back. Schon vorbei und schon wird der Große vom Kleinen geherzt. Und weiter.